Das Fahrwerk ist beim Mountainbike eines der fundamentalen Parts. Umso wichtiger ist dessen korrekte Einstellung. Egal ob High-End, Federgabel oder günstig Fahrwerk, es ist einfach super wichtig, dass das Basic Setup passt, um die bestmögliche Performance zu bieten. In diesem Video zeige ich euch drei einfache und schnelle Schritte, mit denen ihr super schnell ein solides Grundsetup hinbekommt. Cheers, guys! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jordan Hugo und ich höre einfach immer wieder von Leuten, dass sie echt Probleme haben, ihr Fahrwerk einzustellen. Sie wissen nicht, wie gehe ich an die Sache ran, was macht man als erstes, als zweites, als dritten Schritt und wie finde ich einfach mein Basic Setup. Weil was ganz, ganz wichtig ist beim Fahrwerk, es kann noch so teuer sein, noch so viele High-End-Knöpfchen und Beschichtungen und krasses Zeug haben. Wenn die Grundeinstellung nicht passt, dann bringt es einfach alles nichts. Deswegen jetzt für euch in drei Schritten, wie man zu einem super Basic Setup und auch ganz schnell und einfach kommt. Schritt Nummer 1 und der ist einfach die Federhärte bzw. der Sag. Wir gehen in diesem Fall jetzt über eine Luftfedergabel. Es gibt natürlich auch Federgabeln oder Dämpfer mit einer Stahlfeder, das möchte ich in diesem Video aber nicht genauer ansprechen. Zunächst einmal, was brauchen wir jetzt hierfür? Also insofern eure Federgabel oder Dämpfer keine Anzeige für den Sag hat, das hat zum Beispiel RockShox, dann brauchen wir ein Maßband oder ein Lineal. Des Weiteren eine Fahrwerkspumpe, die kann digital oder einfach auch so eine Standardpumpe sein. Und dann natürlich ganz wichtig, euer Fahrrad und euch selbst. Bei euch selbst super, super wichtig, wenn ihr das Fahrwerk anpasst oder abstimmt, dann nehmt euer Körpergewicht, mit dem ihr quasi auch dann fahrt. Also nicht nackig draufstellen, wenn ihr zum Beispiel dann mit Rucksack eigentlich eine Tour fahrt, weil da hat man dann einen Schlauch drin, da hat man ein Tool drin, da hat man was zu trinken drin, was zu essen. Manche haben ihren halben Haushalt mit dabei. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Fahrwerk abstimmt, dann mit dem Gewicht, wo ihr auch unterwegs seid. Als letztes wäre es noch gut, wenn ihr einfach zur Seite entweder einen Partner habt, eine Wand oder einen Baum, wo ihr euch festhalten könnt. Darauf kommen wir aber dann gleich zurück. Sucht euch, wie eben besprochen, einen Gegenstand oder eine Sache, wo ihr euch schön festhalten könnt. Dann mit dem fahrfertigen Gewicht, ganz, ganz wichtig, 2-3 Mal einfedern, ruhig verharren auf dem Bike und dann selber den Gummiring runterschieben. Im besten Fall habt ihr noch einen Partner, der diesen runterschiebt. Danach ganz sanft absteigen, dass das Fahrwerk nicht nochmal eingetaucht wird, weil sonst verfälscht ihr quasi das Ergebnis. Und nun kann man messen. In meinem Fall war es auf jeden Fall zu hart. Man sollte ungefähr 20% Negativ-Federweg, also Sag, an der Front haben. Wäre bei mir mit einer Gabel von 170 mm 34 mm. Ich habe dann eben Luft abgelassen, dass die Gabel weicher wird und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Wieder auf das Bike, 2-3 Mal einfedern, ganz locker und dann wichtig, wichtig, schön in Ruhe verharren. Nicht nochmal irgendwie Gewicht auf das Fahrwerk geben. Und die Gummiringe, sei es jetzt vorne oder hinten vom Fahrwerk, wieder nach unten schieben. Dann kommt quasi der nächste Check-up. Passt jetzt mein Fahrwerk? Wieder ausmessen. Und dann geht das die ganze Zeit so weiter und weiter und weiter, bis das Fahrwerk optimal auf euch eingestellt ist und der Luftdruck passt. Der zweite Schritt ist die Einstellung des Rebounds oder auch Zugstufe genannt. Heißt quasi, wie schnell das Fahrwerk ausfedert. Hierbei wollen wir zwei Szenarien meiden. Zum einen, dass es zu schnell ausfedert, weil es ist einfach unruhig, man bekommt unerwartete Rückschläge. Es kann sein, dass einen von der Linie einfach plötzlich wegträgt und es kostet einfach sehr viel Kraft, diese unerwarteten schnellen Rückschläge auszugleichen. Szenario Nummer zwei wäre umgekehrt, dass das Fahrwerk zu langsam ist. Das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr einen nassen Schwamm habt und ihr drückt ihn zusammen und er kommt so ganz langsam raus. So, was passiert, wenn ihr den jetzt ganz oft zusammendrückt? Ja, ihr seid die ganze Zeit am Anschlag, also am Ende vom Federweg, der sehr hart ist. Das bedeutet quasi, ihr bekommt harte Schläge die ganze Zeit ab, seid entweder mega auf der Front oder im Heck drin und müsst das einfach durch Körperkraft ausgleichen. Bedeutet, dass ihr irgendwann keine Energie mehr habt und ihr seid fertig.
Ja, das zum einen. Und zum anderen ist es so, dass man auch meistens hier dann den Speed drosseln muss und die Linie nicht halten kann. Nun die große Frage, wie passen wir das richtig an? Im ersten Schritt, wenn wir das nicht auf dem Trail machen, ist es eigentlich relativ simpel. Wir wollen das Fahrwerk so anpassen, dass der Reifen, wenn wir es einfedern, also jetzt komprimieren, und wir lassen es dann los, dass dieser nicht vom Boden abhebt. Wie stellt man das Ganze jetzt ein? Die große Frage. Im Endeffekt gehen wir nach einem simplen Prinzip vor. Wir komprimieren das Fahrwerk, lassen es los und möchten, dass gerade so der Reifen nicht vom Boden abhebt. Also ihr könnt ja mal ganz aufdrehen, ganz zudrehen. Ich zeige euch das mal in anderen Ansichten nochmal, dass ihr auch seht, was da die Unterschiede sind. Und wir möchten gerade so, dass wenn wir das Fahrwerk komprimieren, dass er nicht abhebt. Zum Abschluss von der Rebound-Einstellung noch drei wichtige Tipps. Und zwar, was beeinflusst die Einstellung vom Rebound? Also was tendiert eher, ich muss zudrehen, was tendiert eher dazu, ich muss aufdrehen? Fangen wir mal ganz simpel damit an, die Wetterlage. Heute ist es mega kalt, wir haben ungefähr 0 Grad und das ist ein Riesenunterschied, ob 0 Grad oder 20, 30 Grad im Sommer. Weil das Öl, was drinnen ist, das fließt einfach viel schneller, ist quasi einfach dünnflüssiger. Bedeutet quasi, im Winter muss man das Fahrwerk auf jeden Fall ein bisschen schneller drehen. 2 bis 4 Klicks ungefähr. Müsst ihr selber mal testen. Im Sommer wiederum, wenn ihr vom Winter kommt, das Fahrwerk wieder etwas zurückdrehen. Als weiteren Punkt wäre der Fahrstil. Es ist ein Riesenunterschied, ob man eher gemütlich unterwegs ist oder ob man ein Racer ist und wirklich überall durchbollert. Weil im Endeffekt kommen viel mehr Schläge in der kurzen Zeit aufeinander, wie wenn man langsam unterwegs ist. Das heißt, je schneller man fährt, desto schneller muss zwanghaft auch der Rebound werden, heißt aber unterm Strich, dass es auch mehr Kraft kostet. Das heißt, Racer brauchen auf jeden Fall für ihr schnelles und hartes Fahrwerk gegen Ende hin super viel Kraft. Außerdem zu beachten ist das Fahrergewicht. Stellt euch vor, ihr habt keine Möglichkeit, den Rebound einzustellen. Es gibt nur die Luftkammer. Pumpt man wenig Luft rein versus pumpt man viel Luft rein in den Zylinder. Wenig Luft drückt die Gabel auch wenig auseinander nach der Komprimierung. Viel Luft ist einfach viel mehr Kraft, wo die Gabel auseinanderdrückt. Das heißt, dass ein leichter Fahrer eher weniger Dämpfung braucht wie ein schwerer. Unterm Strich quasi dreht ihr bei einem schweren Fahrer oder wenn ihr etwas mehr Gewicht habt, das Rädchen eher mehr in Richtung Plus oder Richtung Schildkröte wie bei einem leichten. Das als grobe Faustregel nochmal als Tipp dazugegeben. Zu guter Letzt und somit zum dritten Schritt. Hier geht es um die Balance vom Fahrwerk. Im Endeffekt streben wir ein möglichst ausbalanciertes Bike an. Was nicht sein sollte, wäre zum einen, dass es sehr frontlastig ist, also eine zu weiche Front und wir einfach super viel Druck vorne haben, weil das kostet mega viel Kraft und man hängt dann nur noch im Fahrwerk vorne drin. Zum anderen ist es so, dass wir als Gegenbeispiel natürlich auch nicht anstreben, dass wir mega im Heck drin hängen, weil dann ist so, dass hinten gar keine Schläge abgefedert werden und wir verlieren den Druck vorne auf dem Vorderrad und rutschen einfach weg. Wie passen wir das Ganze jetzt für die Praxis an? Im Endeffekt ist es so, dass wir bei einem Trail, Enduro oder Downhill Bike ganz leicht hecklastig unterwegs sein wollen. Das heißt quasi vorne 20% Sag, hinten 30%. Grund dafür ist, dass wir mit diesen Bikes ja vor allem bergab unterwegs sind. Mit einer leicht hecklastigen Einstellung gleichen wir die Steilheit vom Trail wieder aus, stehen entspannter im Rad und können dieses dann auch einfach besser handeln. Als Fazit möchte ich euch hier mitgeben, nehmt euch die Zeit. Es lohnt sich wirklich total, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Fahrwerk befasst. Die Performance, was ihr da rausholen könnt, ist einfach immens.
grundlegend schaut, dass ihr auch mal verschiedene Sachen ausprobiert. Macht's mal ganz hart, macht's mal ganz schnell. Probiert aus, was sind die unterschiedlichen Einstellungen. Bekommt ein Gefühl für euer Fahrwerk. Und ansonsten möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Wenn das Video hilfreich war, dann lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal supporten möchtet und mehr von so Videos wollt, dann gebt mir ein Abo. Und ich würde sagen, in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Ride hard, ride on, euer Jordi. Cheers.